Hey Freunde, da, alles klar bei euch? Ich wollte einen ganz kleinen Zusatz machen zum letzten Video von Last Tree, von den Studiotagen, oder ja, 3 Tage waren es nur. Am ersten Tag habe ich direkt, sage und schreibe, 10,5 Songs eingespielt, eingeballert, so, zack. Und zwar, ich wollte euch kurz sagen, ein Freund von mir fragte mich, ja verdammt, ich probe immer mit den Jungs und irgendwie weiß ich nie, was ich spielen soll. Und dann kommt da so ein Lick und dann haut er da so ein Lick raus, der Gitarrist, und dann macht er dieses und jenes. Und ich sage, begrenzt das. Ihr müsst das begrenzen. Ihr müsst wirklich Songform lernen und euch daran halten. Und ich wollte euch jetzt nur mal kurz eine Kleinigkeit hier zeigen. Es ist jetzt nur so, ich halte es mal in die Kamera. Also das heißt, ich schreibe mir immer ungefähr einen groben Fahrplan auf. Hier so ein paar kleine Erinnerungen. Was kommt wie? Was für ein Teil muss ich da spielen? Was für ein Fill-in? Wie lange sind die Längen? Beispielsweise so. Manchmal auch einfach nur ein paar Zahlen. So ungefähr. Ich halte das nur mal so rein. Gucken wir mal ganz kurz irgendeinen, den ich so ein bisschen gesaut habe. Hier zum Beispiel. Da steht ziemlich viel drauf. Nur mal so, dass man sehen kann, okay, da ist ein Konzept. Und ich kann es nur empfehlen, hier vielleicht nochmal, der ist auch schön gesaut. Da sieht man einen Grundgroove, man sieht hier so ein paar ganz kleine Vermerke. Hier auch entsprechend, was für ein Basisgroove ich spiele, wo kommt hier ein Fill-in beispielsweise. Natürlich mit Ideen und so weiter. Und was eben dann gestrichen wird, was dann nicht mehr Teil dieses Songs sein wird. Weil natürlich auch im Laufe der Probenzeit auch Abläufe sich ändern. Ja, und das ist genau der Punkt. Es ändert sich regelmäßig. Ich hefte das gerade hier noch parallel ein. Es ändert sich regelmäßig. Und man hat natürlich auch mal gute Probenzeiten. Ich korrigiere das schnell hier ein Stückchen. Man hat natürlich gute Probezeiten und dann hat man auch mal schlechte Probezeiten. Und letzten Endes muss man sich irgendwann einigen. Auch wenn du nicht zufrieden mit deinem Drumming bist, beispielsweise in irgendeinem Song, sagst, ah scheiße, das ist noch nicht so das, was ich machen möchte. Es gibt auch andere Songs und es gibt auch noch andere Studiotage, wo du die Dinge umsetzen kannst nach und nach, die vielleicht jetzt im Moment noch nicht gehen. Also auch wenn beispielsweise der Übeaufwand so immens wäre, um jetzt ein bestimmtes Fill-in, ein bestimmtes Lick oder irgendwie ein bestimmter Groove, der dir richtig schwer fällt, das wirklich umzusetzen, lass dir doch Zeit, mach es lieber einfacher. Manchmal ist weniger mehr, nicht immer natürlich, aber manchmal ist es einfach songdienlicher, wenn man weniger spielt, gerade bei uns Drummern hier, und dieses ganze Ding nicht kaputt ballert, mehr oder weniger. Deswegen lass dir Zeit und mach dir einen Fahrplan. Kann ich nur jeder Band natürlich auch empfehlen, machen ja auch die meisten, aber Kollege hatte gefragt und das ist die Beantwortung. Auch ich schreibe mir alles auf, ich zähle alles ab, haargenau. Und so bist du dann auch bereit und kannst innerhalb eines Tages 10 Stücke einspielen. Zumindest basic-mäßig. Ja, wie gut das dann ist, hängt davon ab, ob du mit Klick übst und wie tight du bist. Okay, das war's schon wieder. Schönen Sonntag euch. Genießt das Wetter. Tschüss, Sikowski. Ciao, bleibt gesund. Ah, nochmal. Käppi? Oder Mütze? Zick. Mütze. Bestellungen nehme ich super gerne entgegen. Für den Sommer wie für den Winter. Ciao.